So, Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Lufia Birth of Legend. Beim letzten Mal haben wir den Göttertempel minimals angefangen und kamen anschließend zu einem kleinen Gamebreaker. Ich habe mich umgeguckt, ich habe ein bisschen rumprobiert, so ungefähr eine halbe Stunde rum. Und dachte erstmal, dass ich irgendwie jetzt so ein kleines Extra-Video einfach einschiebe. Aber das hat sich erledigt, weil ich weiß, wie es weitergeht. Und ja, man könnte meinen, dass sie aber drauf kommen können. Also, ich muss sagen, der andere Weg hat ein gewisses Rätsel zugelassen. Es war die Theorie, es hätte so das Rätsel sein können, aber nun gut. Fand ich jetzt ein bisschen kryptisch, aber okay, jedenfalls, wir müssen hier links. Und die Lösung ist so einfach wie, ich will nicht sagen genial, aber naja, so jedenfalls da. Tada! Weil jetzt kommt der Enterhaken. Und das heißt, wir kommen hier weiter. Und bestimmt führt das jetzt zu den, what the fuck? Zu den Brückenteilen, die wir jetzt aufmachen können. Weil wegen Brücke muss irgendwie fortgesetzt werden, ist jetzt meine Theorie. Ich habe auch keinen Ansatz für Lösungen gefunden, also es existiert irgendwie gar nichts auf dem... Ach du Scheiße. Jo, das ist gut, möchte ich meinen. Fast schon ein bisschen. Ich habe übrigens was Interessantes, also was gelesen. Mal sehen, ob das in der Praxis auch funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Weil es gab, es gibt anscheinend, oder gab, keine werden wir gleich sehen, einen kleinen Fehler, was diese Aussage zwischen Void und Jacques angeht. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. So, bam. Also, bam, ist ein Wuchtschlag. Mal sehen. Schade, es wurde gefixt, weil damals bestand der Fehler, dass, dadurch, dass man halt die Party so splitten konnte, warum mache ich mit ihm Magie? Nahkampf ist doch viel besser. Ach, greif mal den Nahkampf an. Ich hatte anscheinend den Fehler, dass Void nicht das Gleichgewicht verlieren konnte. Ja, ist behoben worden. Das ist ja scheiße. Also scheiße ist natürlich gut, aber das ist natürlich echt geil, weil ich verstehe nicht, was der Angriff bringen soll. Ein normaler Schlag kann so viel Schaden machen, das heißt, den hat man auch in zwei Runden Intus. Und zur Not kann man da halt noch was ändern. Ich verstehe einfach nicht, was Hochschlag bringen soll. Ich finde, so eine Technik ist wie dumm, wenn man irgendwie für einen Schlag ein bisschen mehr zog. Sowas wie Souvenir ist praktischer. Du machst viel Schaden und es hat drei Angriffe in einer Runde. Das ist praktisch. Aber so andere Sachen jetzt halt, wie zum Beispiel als Wuchtschlag, ich verstehe nicht, was das helfen soll. Und aber Schaden gleich, das ist eine Runde. Das bringt einfach nicht. So, was hat das jetzt gebaut? Was? Oh, Gegner auf nervig sind. Gegner auf nervig. Yay. ja. Jetzt aber hier auf Knacks und. So ein Knacks. So, mal sehen, was das ist. Ich hätte eventuell mit Lin. Nein, funktioniert. Bam. Wunderbar. So, Knacks. Oh, scheiße, das ist ja nicht so toll. Gut, bam, 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 bam. Und du machst es ehrlich, Kalle. So. Nein, du verdammter Genie. Scheiße, nicht schon eine Kante nach. Komm, schafft. Ach, fick dich doch. Ja, ich wollte ein bisschen Magie sparen, weil wegen. Okay, gut. Da hatte ich Glück, was den Schaden angeht. Weil ich habe halt nicht unendlich Tränke. Und es muss auch nicht immer nur mit Donner geregelt werden, ne? Wir können mal ein bisschen in den Nahkampf gehen, weil es hat so ein gleiches Problem dezent wie Seed of Mana. Da ist der Waffenkampf auch total nutzlos, was Bosse angeht. Bei Mobs ist es eine andere Sache, wobei da auch Magie einfach superior ist. Aber sonst einfach da nur Magie, das Ohr ja zu schlecht hin und der Nahkampf so gut wie nicht zu gebrauchen. Deswegen, ich weiß nicht, was ich davon sowas halten soll. Achso, wow, ich wollte ja schon sagen, dass Psycho das Rätsel ein bisschen verbaut hat. So, wahrscheinlich da links. Und da hat meine Verwandtschaft gehört, die natürlich absolut darüber Bescheid weiß, dass ich auch nehme. Und deswegen macht sie auch so komische Geräusche. Natürlich nehme ich gerade auf. Und deswegen wäre es voll cool, wenn, ja. Tut mir sehr leid, Verwandtschaft, aber naja. Ich komme in ein paar Minuten. Jo. Ungefähr 25 Minuten. So, was? Achso, Plan. Nein, ich will. Nein. Nein, da bin ich jetzt. Keine Ahnung dran. Scheiße. Blöd. Gut, ich laufe mir mit der Enthüllung rum. Mal sehen. Nö. Weil jetzt wollte ich nämlich testen, ob hier Menschen in einer Platte so oder so. Auf jeden Fall drei Scheiter. Das hat schon mal voll gebracht. Hä? Was? Moment nochmal. Also, hier geht schon mal gar nichts. Das ist schon mal, faktisch. Hier drauf kann ich auch nichts machen. Wenn es hier verschwindet, ist gleich weg oder was? Ja. Oh Gottchen, ist das. Was? Also. Oh. Ah. Ich verstehe, natürlich. So, was ist, wenn. Ich rate. Nein. Tue ich gar nicht, weil ich bin blöd. Hm.
Ah, ich merke eine dezente. Nein, keine dezente Falle, funktioniert sogar. So. Jedenfalls soll ich. Was? Wieso kann ich nicht ran? Ach, weil zu weit weg ist und so. So. Da-da-da-da. Eisenfäuste. Was? Ist das denn das aus so für ein Jackies oder was? Sieht fast schon so aus. Ja, das sieht definitiv nach was für Jackies aus, oder? Scheint auch kein Souvenir zu sein. Super, wir finden eine Waffe für Jackies. Heißt das, wir finden jetzt für Lloyd gar nichts oder was? Das wäre natürlich unglaublich cool. So, mal sehen. Also, Tasche. Waffen, ja, ist auch da gleich. Also, vielleicht schmerzhaft für deine Gegner. Ja, ist für die lieben Jackies. Na gut. Müssen wir so stehen lassen. Gut, die Platte tötet. Nein, ich wollte auch nicht töten. Nein, tötet. Achso. Das geht auch nicht. Gut, wir haben schon mal einen Speicherpunkt. Das ist ja unglaublich nett. Ich konnte nach dem letzten Part nicht speichern. Das war natürlich unglaublich cool. Aber gut, das Problem hat sich ja jetzt. Da. So. Was? Ah! Das war natürlich intelligent. Schaden? Jo. Das ist ein Scheiter. Achso, okay. Enthüllung! Ah, ich verstehe. So. Okay, das ist ein interessantes Rätsel. Ah, ein Feuersturm in Eis. So. Aha! Nein, Bombe! Doch, ja. Ach, vergiss das. So. Oh Gott, was? So. Was so? Da ist eine blaue Platte. Eine blaue Platte, das war gut gedeutscht von mir. Was? Ach so, ich verstehe. Oh, das ist jetzt natürlich echt toll. So. Dam. Dam. Okay, gut. Wie habe ich jetzt den Weg gemacht? Oh, das ist ja unglaublich toll. Jo. Gut, ihr macht mal Helfer jeweils und Helfer und Roy, du machst die Ultrafontäne schlechthin, da Pam und du machst Donner schon mal. Hallo. Ich müsste mal ein bisschen auf meine KP heilen, habe ich das nicht sogar mal letztens erwähnt, aber nein, ich lerne ja nicht dazu. Jedenfalls ergibt jetzt alles einen Sinn. Wir kommen vorwärts, das ist unglaublich schön gerade. Ich dachte mal, im letzten Part jetzt wird das nicht und ja. Wäre ja ziemlich kacke gewesen, müssen wir meinen. Ich bin übrigens gerade echt erstaunt, ich habe ja halt bei Google mal eingegeben, Luffy bei Legend und Göttertempel und so einen ganzen Quark. In der Hoffnung, ich finde irgendwas Brauchbares, weil war schon blöd. Hab allerdings einen dort gesehen, das fand ich so echt cool. Dass mein Let's Player sogar verlinkt wurde auf dem Hauptchannel von den Bären Studios. Was halt als Super Buff Legend Walkthrough, weil ich halt die aktuellste Version spiele und auch sozusagen. Aua, verdammt. Selbst nicht der Einzige gerade bin, der das überhaupt spielt. Deswegen. Ist das für mich gerade echt cool. Ist zwar in dieser alten Playscan, also wahrscheinlich wird immer das aktuellste Let's Play dort reingenommen. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht jeder irgendwie seine eigene Ehrung dort so gesehen hat, aber hey. Es ist halt nur eine Hilfe für die ganzen Spiele und so. Von daher ist das schon verständlich. So. Dort lang und dort lang. Nein. Also nein, also wenn ich hier tue, so knacks. Okay, gut. Gut, wir haben das Rätsel so gut wie gelöst. Das ist unglaublich schön. Lieber die Wege mal vorlaufen. Können wir ja schon aus, kennen wir ja schon aus Luffy Doors Revenge. Da war das ja auch sehr hilfreich bei diesen ganzen Schieberätseln. Bei mir Doors Revenge war den Rätseln sogar. Ich weiß nicht, das Spiel war deutlich schlichter. Deutlich. Es hätte wesentlich besser sein können. Aber es hat einfach so ein gutes Retro-Feeling. War einfach ein gutes Spiel. Für eine schöne, schnelle Partie. Alte Nostalgie. Super. Luffy Buffy Legends ist halt schon ein bisschen kompakter, was das angeht. Wesentlich kompakter. So, was? Hä? Warum? Was? Hä? Warum zur und wieso zur und...
Nein, das ist auf jeden Fall zu. Das ist ja schon fast schon skandalös. Hä? Wieso bleibt es da nicht stehen und wie soll ich das dann lösen? Und manchmal ist das Spiel schon echt so eine Bitch. Da bringt's nichts, da bringt nichts. Hier und jetzt hier und da. Hä? Es soll hier rauf. Wie mache ich denn das? Währenddessen kann ich auch nicht bewegen. Das ist jetzt schon fast schon great. Wow, das ging aber lange. Ich habe ja auch gar nichts, was das auffällt. Oder ich jetzt den Gegner dafür am Leben lassen sollen. Das wäre aber, oh, Gegner, so ein beknacktes Prinzip. Nee, du tut mir schon mal gar nichts. Hä? Okay, gut, ein Raum, den ich schon mal nicht checke. Lass dich so stehen. Tschüss. Also, irgendwie haben es gerade diese Räume, ne? Irgendwie sind die alle gerade echt nicht so mein Fall. Ja, komm, kann man ein bisschen verschleudern. Von ja nicht umsonst so viele. Zauberkrüge, bam, 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 bam und bam. Jo, das war's für meine Zauberkrüge. Das ist natürlich unglaublich, das ist ja meine Fliege. Und ich darf mich freiwillig, was heißt freiwillig, ich muss mich sogar kloppen, weil dumm. Oh, ist das nervig, wenn man Gegner besiegen, also, das heißt, muss, das kommt ja hier nicht so häufig vor, also kam es jetzt nicht häufig vor, aber andernfalls kann man den Gegner auch einfach kaum ausweichen. Ist ja auch das Problem. Und das ist halt hier in diesem Spiel auch so nicht so mein Gut. Das Bewegungsskript wurde zwar schon teils überarbeitet, bei manchen Gebieten funktioniert es ja auch, dass man dann fliegen kann. Aber es funktioniert halt auch nicht überall. Und das ist halt echt nicht geil. Hier gehört es zum Beispiel auch nicht. Also ich verstehe es, das zeigt mir das bestimmt 24/7 nicht bearbeitet. Ist überhaupt krass, dass das nach seit so vielen Jahren immer hier weiterentwickelt. Macht mir auch wahrscheinlich wirklich Spaß, aber wie gesagt, es sind halt immer so manchmal so Fehler, die sind einfach nervig. Was? Kann ich das verstehen? Moment. Die eine Treppe führt nach oben, die andere nach unten. Treppen? Moment. Enthüllung. Ah. Gut, dann gehen wir die andere und haben hier. Wandert der Block von Frau bis Mann, kommt ihr an die Kiste ran. Welcher Block? Welcher Block, Goddammit? Du. Hä, muss ich das verstehen? Oh, was für ein Block, bitte. Hätten wir es auch irgendwas. Hä? Oh, diese ganzen Rätsel. Wo ist denn jetzt hier ein Block oder meint diesen Wolf? Wahrscheinlich nicht. Also Türchen wahrscheinlich wieder gnadenlos grundlos. Grundlos ist ja eher die härtere Sache gerade. Ach ja, komm, mach doch einfach. Oh, das ist gerade so unglaublich nervig, weil es sich einfach nur so unglaublich lange zieht. Ich meine, das war schon mit der Pyramide echt hart, weil ich glaube, ich habe ja hier allein schon mit diesen Ultra-Parts 6 Parts, das ist ein irgendwo Normalfall. Let's Play wäre das sogar 12 Stück gewesen. Und ich muss überlegen, ich habe manches Ausspielen gemacht, um das hier halt zu sparen. Das ist halt so eine Sache, wie das wären 12 volle Parts gewesen. Also, irgendwo habe ich dort 3 Stunden gesessen in der Pyramide, bis ich halt komplett fertig hatte. Und das ist ein ordentlicher Satz. Und das ist auch nicht das Positivste. Von Kurt Wolter meine neue Affe-Vertrag, oder warum sie automatisch die Affe-Axt gleich das Beste für ihn? Ich meine ja nur. Knacks. Ah, sehr schön. Sie können intelligent angreifen. Von dem Ding hat gerade 600 Schaden gemacht. Was zur Hölle? So, dann mach mal Wuchschlag. Mal sehen, wie Schaden das jetzt einfach macht. Das wird aber sowieso nichts ändern, weil das kommt auf selbe hinaus. Vor allem kann ich mir normalen. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Macht nicht mehr Schaden. Okay, war ein anderer Gegner, aber dennoch. So, ist das hier ohne Kiste? Ich sehe schon, das läuft. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier das Eiszeit und können damit Eisbürger schaffen. Sag's mir einfach gleich ins Gesicht. Okay, große Fackel ist groß. Ja. Bin ich stark geschwächt? Oh ja. Und was? Der verliert einfach sein Gleichgewicht für die ganze Zeit.
Das ist ja geil gelöst. Moment. Ach, ich habe eine Idee. Moment, gibt es nicht einen Tee gegen Gleichverlust oder sowas? Schlafen, entgiftend, ohne Gedanken. Halt, schlechten Status von sowieso. Mhm. Nein. Gut, dann ist die Taktik auch für den Arsch. Okay, gut. Lass dich so stehen. Lass dich so stehen. Ah, okay, jetzt können wir die Brücke machen. Das ist ja schon fast schon toll. So. Nein. Nein. Nein, aber wir kommen der Sache schon näher. Weil wenn du hier rein ist rumgerate. Welcher Block das denn jetzt bringt? Hä? Ach nein, komm schon. Achso, es weiß nur für eine Reihe oder was? Ja. Gut, haben wir es noch nicht ganz gelöst. Ist dann nur ein Shortway anscheinend. Gut, dann. Wow! Und renn! Hm. Gut, das hilft uns jetzt aber nichts. Ich habe immer noch keinen Eisblock. Was auch immer die von mir wollten. Wandert der Block? Nee, kein Block, kein gar nichts. Hier schon mal gar nichts. Das ist ja schon fast so. Und diesen dummen Gegner, der mich nervt. Gut, anscheinend muss ich irgendwo wahrscheinlich dann den Zauber finden. Ich gehe einfach davon aus, dass Eiszöpfer das irgendwie so einen Eisblocker schaffen kann. Wahrscheinlich brauche ich den auch für. Ja, das war ja unglaublich gut getimt meinerseits. Danke. Und für Schaden. Oh, fast gar nichts, fast gar nichts. Dann muss es ja da unten, hier unten irgendwo weitergehen, wahrscheinlich, oder? Tut's aber nicht. Anscheinend. Enthüllung! Yay. Bringt gar nichts hier gerade, weil ich nicht weiterkomme. Oh, ich sehe schon, der Dungeon wird schon mal eine ganze Weile ziehen. Weil ich jetzt schon den nächsten Game Break habe. Yay. Jetzt schon mal gar nichts geändert. Das ist ja schon mal fast toll. Gut, die Platte ist immer schnell. Das ist ja unglaublich nett und freundlich. So, dann lass mal die Enthüllung wegmachen. Also hier schon mal gar nichts. Das heißt, da oben muss irgendwo einfach die Lösung sein. Die Platte ist für zurück. Hier unten kann ich nirgendwo hin. Das ist dezent doof gerade. Möchte ich mal so im Raum stehen lassen. Da hinten kann ich nur speichern. Wobei, ja, es ist doch meine Idee. Ja, gut, Teleporter. Ah, gut, wo bringt mich der hin? Zu gar nichts. Willst du mich verarschen? Ja, gut, ich wurde verarscht. Besten Dank, dass es zum Zurückkommen. Alles klar. Was? Ich komme nicht zurück. Leute, achso. Ja, es ist zum Zurückkommen. Hey. Gut, merken, Teleporter verkneifen. Wobei, ging es auch noch weiter? Nein, warte, dafür, tschüss. So. Aha, und da geht es auch schon weiter. Das ist doch ja schon mal erfreulich, so knacks. Irgendwo komme ich da durch, ohne getroffen zu werden. Bis dahin darf ich mich wieder durchhalten wie ein Gentleman. So. Ah. Sehr groß angebaut, der Kleine. Mal sehen, Enthüllung. Ah. Ja, Enthüllung ist hier echt. That overused ability ever. Nein, ja, ich weiß. Licht hat man sowieso seit Millionen von Jahren nicht mehr gebraucht. Brr. Vor allem Raum herrscht extreme Kälte. Was? Was? Alles klar.
Kinder, nehmt niemals Drogen, weil ist nicht gesund. Man sieht das Ergebnis. Das war jetzt unglaublich toll eingeführt. Oh Gott, das sieht ja unglaublich nett aus. Aha! Ob das mich jetzt schon tötet? Mal sehen. Nein. Aber er schickt mich immer zum Raum zurück. Das ist ja unglaublich freundlich. So, diese Lenkung kommt nicht hinterher. Ich habe jetzt schon wieder die Angst, dass das nicht so gut funktioniert. Ja, es leckt wieder bei dir. Das ist schön. Das ist gar nicht dumm programmiert. Das war schon bei diesem Blockrätsel sogar scheiße, dass ich neben Blöcken nicht richtig reagieren kann. Oh Gott. Oh, Junge. Das ist jetzt eventuell nicht gut. Das ist sie. Die Frau aus meinem Traum. Oh nein. Nein. Warum ist sie verschwunden? Wir sitzen in der Falle. Sie hat uns reingelegt. Wir werden einen Weg finden. Jo, ich wärme für heilen. Nicht, dass was passiert. Ne? Vielleicht ist dies eine Art Wunschbrunnen. Allerdings ist er vereist. Oh, smart move. Moment. Ich werde es mit Katja anquatschen. Sich nicht zum Kampf stellen. Wo laufen wir nach irgendeiner rothaarigen Frau hinterher? Naja, sie ist auch rothaarig. Aber ich bin mir sicher, dass sie es war. Dieser Tempel ist ein wahres Bauwerk für die Götter. Und so wie dann machen mich all diese Muskeln, die sich herumtreiben. Ja, das hast du schön erkannt gesagt, was auch immer. So, Enthüllung. Ah. Gut. Enthüllung, stopp. Stop it. Okay. Hätte ich diese eine Art Wunschbrunnen? Dann ist er vereist. Was? Hast du uns? Hä? Siehst du etwas? Ja, er ist sehr vereist. Das Wasser ist wunderbar klar. Man kann den Grund sehen. Er hält mich an die Quelle im Erdtempel. Vielleicht der Wunschbrunnen so wie in der Pyramide? Na los! Werf mir doch einfach etwas rein, dann wissen wir mehr. Ja, was denn? Zurück! Was? Das habe ich mir ganz sicher nicht gewünscht! Gotteskraken! Interessant, ich bin bestens gerüstet! Jo. Ja, Würger, du hast gar nicht die Zornmesser! Das ist ja. Oh Gott, ich bin super vorbereitet für den Kampf und der kann ja sogar gar nicht mehr angreifen, das ist ja. Beschwört! Ah, natürlich. Oh, bitte was? Donner wirkt nicht. Gut. Außer auf den einen Tentakel. Das wird ein interessanter Kampf. Ja, gut, wie der Plan aus, den einen Tentakel erstmal zerstören. Versuch's mal mit Leuchten. Raserei würde ich mal sagen. Weil ich glaube nicht, dass Wasser was bringt. Und du machst. Steinschlag. Warum haben wir das Biest eigentlich aufgetaut? Immerhin rostet meine Axt so nicht ein. Wohl wahr. Ein netter Scherz am Rande. So. Ach so, die sind irgendwie gegen Magie so gut wie alles hier. Oh Lord, das wird ein lustiger Kampf. Aber sollten wir packen können. Mit genug Zeit. Ah, wir sind alle langsamer, ich hätte Multitempo machen sollen. Hä? Oder der Tag ist an sich einfach nur schneller. Who knows? Okay, gut, das war schon mal für den Was? Was ist mit dem Tentakel bitte passiert? RB? Rechts B. Was zur Hölle? Ist klar. Der Säcker kneife ich mir einfach mal, weil ich konzentrierte Angriffe haben will. Und ja. Was? Warum? Ja, bam! Wundervoll. Ach, der Deutsche ist eine geile Waffe. Fessel mit Ranken. Okay. Bam! Sehr schön. Gut. Kloppen wir zuerst alles andere von ihnen um.
Ah, das Auge hätte ich wenn du machen sollen, diesen ganzen Debas. Merkt, Leute, macht zuerst das Auge. So, wenn wir erstmal hier alles so entfernt haben, können auch die Debuffs scheißegal sein. So. Pam! Also kannst du Not ja auch noch heilen. Ey, Junge, nicht netter Zauber. Nicht netter Zauber. Pam! Ich bin froh, dass das Wasserelement der Aqua-Axt nicht mitberechnet wird, was sie normal angefangen hat. Das ist einfach wesentlich besser. Bin ich ehrlich. Weil hier gibt es nicht so einen Waffenlieferant wie bei Lufia 2. Ihre Körperteile wachsen nach. Hättest du erst den Tanaka machen wollen? Augezauber Champion. Was? Deine Schwester sind die Tentakel und das Auge. Solange er es sieht, wird er seinen Körper immer wieder heilen können. Bitte was zur Hölle? Mal sehen, ob das jetzt klappt, wenn ich nochmal das Tentakel angreife. Fällt ein Doppelschlag aus. So, mach die fertig! Und. Jo. Oh, mein Abwehr geht auch noch down. Scheiß drauf. Weil, na gut, Kapitän, sollte das noch hinhauen. Okay, pam! Nimm es nicht länger gebannt. Schön. Nein, das Auge zuerst, Leute. Nein, greift zuerst das Auge an. Oder auch nicht. Warum denn? Gottes Kraken spricht Bann. Gut, der dürfte jetzt nicht mehr so die Gefahr darstellen. Okay, interessanter Gegner. Ich mag es, mehrere Teile vom Auge zu vom Auge. Von den Gegnern zu zerfetzen. So, und das sogar ohne Godlike-Ausrüstung. Ich bin ja schon fast erstaunt. Da tust du mir sogar um die Zornszene leid. Jetzt auch die ganze Zeit immer dann noch blinzelt. Pam. Irgendwie gibt es ja so wie Exzeichnung, so Tentakel, was auch immer das bringen soll. Oder irgendwie was wie Auge des Kraken für eine Ultra-Zorn-Attacke des Todes, weil, yeah. Mal sehen. Ich weiß halt nicht immer, ob es Kratzen ist, die alles zerstören und das Auge verändert die Farbe. Hey. Hör auf, den verfickten Kraken anzugreifen! Hört auf! Aber der ist irgendwie anscheinend nicht so stark. Auge B. Oh Gott, das Kraken ist immer noch gleich. Ja, pam. Cool, dass es in mehreren Schichten besteht. Das ist nett gemacht, finde ich. Aber so viel recht schwach, muss ich mal sagen. Der eine ohnehin. Der Bild gefällt mir nicht. Er wird alles daran setzen, sein Auge nicht zu verlieren. Aber das heißt, dass das Auge der wahre Schwachpunkt ist, oder ist jetzt der Körper unwichtiger? Ja, weil sie kann auf jeden Fall anscheinend gar nicht mehr angreifen. Kann das sein? Todes! Ah, ich verstehe. Das ist ja nett. Gut, jetzt, Alter, vor allem der Schaden. Bam. So. Gut. Todesblick, nett. Okay, das ist interessant. Das ist jetzt echt ein verstümmeltes Monster. Ich mag es, dass sie mehrere Körperteile haben können. Ja, ja, das ist nett. So, was? Warum? Zum Geier, halt ihn der Dolch. Mit welcher Begründung? Bitte. Okay, gut, Exo kann sich verteidigen, weil er macht keinen Schaden. Warum macht der? Hä? Hat der Deutsche ein Element? Okay, auf jeden Fall ist er tot. Exo besiegt und kriegt gar nichts. Der Kraken ist vernichtet. Ich habe nichts dafür bekommen. Warum soll man das dann machen? Man kann doch einfach dann den Körper zerfetzen. Ich meine, genug Schaden teile ich aus. Obwohl ich nicht mal was überlevelt bin. Ganz im Gegenteil, ich habe nicht mal die Ultra-Mega-Hardcore-Optional-Ausrüstung an. Verstehe ich nicht. Der Kraken ist vernichtet. Schaut euch das an. Die siebente Essenz. Blaue Essenz erhalten. Da sind überhaupt keine Geister mehr drin, die sich irgendwie vorstellen. Das ist die siebte und letzte Kugel. Und irgendwo in diesem Tempel wartet Krea auf uns. Die oberste Göttin. Das ist so aufregend. Ein gutes Gefühl. Dieser Kraken. Er war kein Monster wie die anderen. Wie meinst du das? Er fühlte sich so rein an. Jenna hat recht. Wie fühlt ihr sowas? Dieser Monster ist durch meine Klinge gestorben, wie jedes andere. Ein göttliches Monster? Wir sind hier im Göttertempel. Vielleicht war es eine Art Probe. Vielleicht sollten wir nicht so viel darüber nachdenken. Was ist jetzt mit dem Brunnen? Soll ich mehr Gold helfen? Wir haben gesehen, was eben durch eine Goldmünze geschehen ist. Ich bin bereit für den nächsten. Noch nicht. Wir brauchen eine Rüstung, die uns vor extremer Kälte schützt, richtig? Vielleicht wurden wir deshalb hierher geführt. Also, du hast doch diese Hitzerüstung dabei. Tauch sie ins Wasser. Die Rüstung nass machen?
Naja, ein Versuch ist doch wert, oder? In Ordnung. Schutz und zu schützen und so für euch im Hitze als auch Kälte, also nichts mit Eisdeppel. Yay! Du hast recht, Jenna. Verlieren wir keine Zeit mehr. Mary muss geholfen werden. Jo, nice. Das ist doch mal so geil, aber ich habe nichts erhalten. Ich bin enttäuscht. Gut, würde ich sagen, provisorisches Meister heilen wieder. Hä? Sie hat doch das. Was? Warum ist jetzt. Ach nein, jetzt habe ich bitte nicht, weil es nicht die erste Waffe ist. Jetzt hat sie wieder schwarz hier. Was? Ach man, das Spiel verarscht mich einfach. Gut, geben wir uns Mühe. Was? Oh, Cutscene. Anscheinend. Jo. Ja. Ah. Okay, Flashback von Folger. Verdammte Monster. Das ist unglaublich. Sie hat mich gerufen. Gerufen? Was will sie? Macht. Macht will sie mir geben. Ewige Jugend. Wirklich? Alles, was man sich von der schwarzen Magie verspricht. Komm rüber. Du sollst auch etwas davon haben. Oh Gott, ich merk schon den Twist. Oh. Oh. Also ich habe meine Theorie, werde sie aber nicht aussprechen. Und Volker weiß ich, warum habe ich so ein unglaublich übles Gefühl, was passiert? Warum? Oh Mann. Na gut. Ist immer schön, sich Theorien aufzustellen. Bisschen schneller als jedes Eis. Wahrscheinlich würdest du uns von hinten töten, oder? Natürlich tötest du uns von hinten. Ja. Bester Rückteleport ever. Gut, das hat sich schon fast genug mit den Heilen. Hätte ich auch danach machen können. So. Vor dem Raum herrscht extreme Kälte. Ja, ja, komm. Schutz, Rüstung auf Doom. Sie sieht nicht anders aus. Gut, sind Hinweistafeln. Feuer. Eins oben und oben, unten, links, rechts. Feuer. Oben, unten, links, rechts. Was? Okay. Oben, unten, Monster, links, rechts. Ah. Was? Der Schnee ist getaut. Dank dem Feuer ist es deutlich wärmer geworden. Enthüllung. Bringt mir auch nichts, weil, keine Ahnung. Ach so. Ich merke schon, wahrscheinlich kann ich den Eiszap dann einfach, verschlossen. Gut. Wahrscheinlich kann ich also meine Theorie ist, dass der Eiszap irgendwie halt Eisblöcke erschaffen kann. In Blau. Und dafür sind halt die ganzen freien Blöcke gedacht. Und wahrscheinlich auch halt, damit ich den einen Block da auch raufschieben kann. Irgendwas in dem Dreh. Gut, aber wo soll es jetzt hingehen? Ich meine, ja, ich schütze jetzt voll extrem Kate. Das hat mir jetzt aber auch nicht so viel mehr gebracht, ne? Ich kann natürlich nicht durchgehen wie. Ja. Hey. Ich verstehe. Achso, da geht's ja eigentlich noch weiter. Irgendwie muss ich zurückkommen erstmal. Nee, das ist der Rückgang. Gut, ich bin gleich fertig mit der Familie. Moment, ich kann gerade noch den Part verabschieden. Wenn Sie noch sich kurz 20 Sekunden gedulden, dann können Sie noch kurz beiwohnen. Das wäre unglaublich freundlich. So. Gut, haben wir doch noch was erreicht. Sogar eine ganz schöne Menge. Ich bin erstaunt, möchte ich meinen. So ungefähr. Ja. Ich bin ja also dennoch planlos, wo es jetzt hingehen soll. Weil, Artens. Ja, und zwar ist die Rüstung verbessert, aber das macht ja den Kohl auch nicht fett. Weil ich weiß dennoch jetzt nicht, wo ich damit bitte hingehen soll. Den einen Raum haben wir damit jetzt zwar geklärt, in Anführungsstrichen, aber das hilft ja nichts. Und eine andere Option habe ich jetzt nicht gerade gesehen. Aber genug des Kopfzerbrechens, würde ich meinen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Part einfach für heute. Smack. Und da würde ich mal sagen, Freunde, das war's für den heutigen Part von Let's Play Luffy Birth of Legends. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part, wenn es weiter durch den eisigen Göttertempel geht. Der für ein Göttertempel, wo ich Licht erwartet habe, ziemlich eisig ist. Und Wasser und ja. Gibt ja alle später ein Fazit, ne? Von der bis zum nächsten Part. Und ciao.